Es ist durchwachsen und es ist mit einzelnen Niederschlägen zu rechnen. Redet er noch vom Wetter oder schon von den Märkten? Tatsächlich ist es wahrscheinlich für beide anwendbar, denn die Märkte sind im Moment noch nicht so richtig in guter Laune. Eine Hochstimmung sieht anders aus. Es ist allerdings auch nicht wirklich, dass wir hier starke Niederschläge zu erwarten haben. Zumindest aktuell sieht das nicht danach aus. Im Gegenteil ist das relativ verhalten. Wir sind eigentlich bei den meisten Märkten, bei den Indizes zumindest, beim DAX, beim Dow Jones und so weiter, eher so in einer Seitwärtsrange gefangen. So richtig ist man sich da wohl offensichtlich noch nicht im Klaren, wohin das Ganze führen soll. Ein wenig besser sieht das wohl aus beim Nasdaq, denn da ist das Bild ein wenig anders als bei den anderen, denn da haben wir eigentlich einen relativ deutlichen Anstieg zu verzeichnen gehabt und jetzt so ein bisschen ABC-mäßig nach unten, eigentlich ein wunderschönes Bild, was ich immer sehr, sehr gerne sehe, wenn es dann sich zumindest mal abzeichnet im Markt. Und ich denke mal, hier haben wir eine ganz gute Chance, dass wenn der Markt das letzte Zwischenhoch nach oben rausnimmt, dass wir dann eben auf der Long-Seite nochmal wieder tapfer zum Zug kommen können. Das hätte man unter anderem beim Crude Oil, also WTI beispielsweise, schon machen können, denn die Bewegung ist tapfer nach oben. Insgesamt gesehen ist das allerdings eher wohl eine korrektiv anmutende Bewegung ABC. Aber wirklich jetzt shorten? Nein, um Himmels Willen nicht, denn solange der Markt so schön dynamisch nach oben unterwegs ist, ist es auf jeden Fall nicht sinnvoll, hier auf die Short-Seite einfach zu wechseln und zu sagen, ja, das könnte doch jetzt schon zu Ende sein. Ja, könnte, ist nicht ein guter Berater an der Börse, sondern man sollte dann eher sich ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, wenn der Markt tatsächlich nach unten was rausstößt, also ein Zwischentief, dann haben wir eine realistische Chance, dass man da dann auf der Shortseite dabei sein kann, aber ansonsten eher Zurückhaltung dort angesagt. Auffällig ist natürlich auch der Euro gegenüber dem US-Dollar, der ist relativ stabil nach unten unterwegs gewesen, kommt aber jetzt tatsächlich so ein bisschen aus dem Puschen. Wir sehen zumindest, wer die kleineren Kerzen sich anguckt, dass wir dort auch schubmäßig ein wenig nach oben unterwegs sind. Also eine realistische Chance, dass das tief ist. Ich hatte das schon angedeutet, wir haben da so ein bisschen Fibonacci-Cluster auf der Unterseite, Trade des Tages, unbedingt angucken. Da haben wir das ja genannt, auch mit verschiedenen Marken, die man da im Auge behalten sollte. Und selbst wenn dieser Trade vielleicht für Sie im Einzelnen nicht so sinnvoll umzusetzen ist, kann man da ein bisschen variieren, ein bisschen spielen, probieren Sie es aus. Sie machen da nicht wirklich viel falsch, aus meiner Sicht zumindest, denn die Chance-Risiko-Relation bei dieser Überlegung, die ist einfach klasse. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie die richtigen Ideen für heute noch haben, ein bisschen was nutzen können von den Marktbewegungen. Ich drücke dafür die Daumen und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.